Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business bei iTunes und auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gero Brilleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich habe Stefan Bohnes getroffen. Stefan ist Fotografenkollege, Fotojournalist aus Berlin. Er hat eine interessante Geschichte, die er uns erzählt über seinen Werdegang, aber er hat vor allem auch eine tolle Art und Weise, Langzeitprojekte zu verfolgen, neben den aktuellen Politikterminen, wo man ihn regelmäßig trifft, wo ich ihn auch regelmäßig getroffen habe. Bisher immer war es interessant, jetzt einmal ein bisschen die andere Fotografie von Stefan Bohnes näher kennenzulernen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Es war ein Unwetter über Berlin, als wir diese Aufnahme gemacht haben. Und der Regen war in einem großen Teil des Gesprächs doch ein sehr lautes Störgeräusch. Also bitte entschuldige das und ich hoffe, du kannst die Inhalte trotzdem genießen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte dich ganz, ganz herzlich bitten, hinterlass mir bitte eine Bewertung bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar oder den Daumen hoch bei YouTube. Das ist jetzt für mich am Anfang ganz wichtig, um den Podcast ein bisschen bekannt zu machen. Ich danke dir dafür. Viel Spaß jetzt bei meinem Gespräch mit Stefan Bohnes. Ja, herzlich willkommen, Stefan Bohnes, Fotograf aus Berlin. Und vielleicht kannst du erstmal erzählen, was macht Stefan Bohnes Fotografie? Was machst du für eine Art der Fotografie? Wovon lebst du? Ja, also meine Fotografie, die teilt sich ziemlich auf. Also ich bin erstmal eigentlich ein gelernter Fotojournalist. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Großbritannien, das ist auch schon 17, 18 Jahre her. Da gab es hier in Deutschland solche Kurse überhaupt noch nicht. In Hannover gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten dort. Und das habe ich damals in London gemacht, das ist schon fast 20 Jahre her, die Zeit läuft. Und es war damals total toll, weil wir da irgendwie die Verbindung zwischen Recherchieren, Projekte angehen, realisieren, editieren und vermarkten alles zusammen gemacht haben. Und das ist halt eine wichtige Voraussetzung für meine Arbeit bis heute. Und ich verdiene mein Geld im Wesentlichen, so als Fotojournalist, im Wesentlichen über Politik, Feature, Porträts, Aufträge teilweise, aber auch sehr viel und eigentlich extrem viel seit ein paar Jahren über eigene Projekte oder eigene Themen, einfach eigene Termine, die ich mache, aus meinem Interesse heraus, die auch natürlich gewisse Vermarktungsmöglichkeiten auch ergeben, die ich dann einfach anbiete und die dann auch gedruckt werden. Ne? Und dadurch verdiene ich mein Geld. Also Aufträge sind gar nicht so viele. Ne? Also mal Spiegel, mal Taz und dann habe ich noch so ein paar Privatkunden von der AOK oder was sonst wie, wo das Geld reinkommt. Und das geht eigentlich seit vielen Jahren ganz gut, obwohl, da kommen wir noch zu sprechen kommen, die Marktsituation natürlich immer schwieriger geworden ist und die Honorare auch nicht steigen und so. Also das ist der eine Bereich und dann mache ich halt immer noch, da können wir auch wieder zu kommen, immer eigene Projekte, weil ich habe es halt wirklich gelernt, Themen anzugehen und die dann auch über mehrere Jahre teilweise zu betreiben und auch hier dann zu realisieren. Und das werden meistens dann auch eben die Bücher. Vielleicht noch ganz wichtig vorauszusetzen, dass ich ja hier 20 Jahre jetzt fast fotografiere, aber vorher was ganz anderes gemacht habe. Ich habe studiert Politikwissenschaft in Marburg und in Berlin, habe an der Uni gearbeitet und habe so ein bisschen gelernt, wie man so an Themen rangeht, wie man recherchiert, wie man sowas macht, ne? Wie man auch auf Leute zugeht, wie man sich auch vermarktet und so weiter. Und habe danach, also nach dem Studium und nach der Uni-Arbeit, für Bildagenturen gearbeitet. Erstmal für den Ulster Bilderdienst, was natürlich ganz fantastisch ist, weil die ein wahnsinniges Fundament an historischen, aber auch aktuellen Fotos haben. Für Kamera Press in London habe ich gearbeitet. Und dann als Fotoredakteur für so ein Magazin, was der Gruner ein Jahr mal gemacht hat, vor knapp 20 Jahren. Tango hieß das damals. Okay. Also, was noch bekannt ist, ja, da wurde damals hier wahnsinnig viel Geld reingestopft, ne? Also innerhalb von 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, 70 Millionen Deutschmark damals noch, ne, Deutsche Mark. Und hier, und ja, es hat mir dann damals die Möglichkeit gegeben, als es vorbei war, halt diesen Kurs zu machen danach auch, weil ich irgendwie auch gesehen habe, ich habe damals den Fotografen die Aufträge vergeben. Ne, und das war die Zeiten des großen Geldes. Da kam hier ein Redakteur rein, ja, wir brauchen jetzt für Beirut mal einen Fotografen,
organisiere mal einen. Also ein First-Class-Flug daher. Oh, ne, so war es nicht. Ne? Und das habe ich dann für die Fotografen organisiert. Ne? Tolle Typen. Ich habe gar nicht fotografiert damals. Mhm. Ne? Aber das haben die Fotografen nicht selbst gemacht, sondern damit du sicher warst, es klappt, hast du es lieber selber dann alles organisiert und die dann da drauf. Nein, also das wurde dann von der Reiseabteilung, die haben alles organisiert. Ne? Ich habe dann nur den Fotografen gebrieft und ihn losgeschickt sozusagen. Ne? Und er hat dann recht gut Geld damals noch verdient und so. Und dann ging das los. Und als ich dann anfing, da war die Zeit ja auch noch ganz okay. Ne? Da hast du halt, einen Spiegelfokus, was damals auch schon gab, angerufen und gesagt, ja, da gibt es das und das Thema, wie ist denn das? Ja, mach mal, ne? Schreibt mal einen Tagessatz auf. Und teilweise wurden die Fotos ja auch gar nicht veröffentlicht. Ne? Also ich habe ein paar Fotografen, Kollegen, ich sage jetzt keinen Namen oder so, die haben da für ein Jahr, mal, was ich, 30.000 oder 40.000 Mark damals oder Euro teilweise verdient im Jahr. Ne? Und da war kaum ein Foto von gedruckt. Und diese Zeiten sind natürlich völlig vorbei. Ne? Es gibt ja kaum noch Aufträge und wenn wird auch gespart und die Honorare sind ja auch nicht so doll teilweise. Ne? Also man muss ja schon in die freie Wirtschaft gehen, ne? Also Events fotografieren oder für Firmen irgendwie PR-Sachen machen. Hast du ja teilweise auch so ein bisschen. Ne? Und ja, das mache ich auch schon mal. Ne? Aber meistens wäre es auch zu kompliziert und zu aufwendig. Und ich gehe unheimlich gern meinen Interessen nach. Ich bin relativ unabhängig. Ne? Also ich finanziell hier, ich habe eine Eigentumswohnung, ich habe kein Auto, ich habe keine Kinder und ich bin recht frei in meinen Möglichkeiten. Und ich brauche nicht so viel. Du kannst auch mal was riskieren. Ne? Ja, ich kann auch mal was riskieren. Ich kann auch Jobs absagen. Ne? Gerade letztens war so eine amerikanische Stiftung, die wollten irgendwas fotografiert haben am Kirchentag. Und dann fing die an, mir irgendwie so 20 Seiten, was ich so einen Vertrag zuzuschicken. Ne? Ach nee, komm, lass sein. Ne? Hab ich es denn sein lassen. Ne? Ja. Was kann ich mal gut bezahlt, aber ich muss nicht alles machen. Ne? Und dafür mache ich aber auch mal einen Job für die Taz, wo es wenig Geld gibt, ne? Weil mich das Thema vielleicht interessiert. Mhm. Gibt es denn dieses Studium in London eigentlich noch? Also das, weißt du das? Das gibt es noch. Ist das vergleichbar mit Hannover? Wie heißt das? Ist das da gibt's ja, heutzutage auch noch? Ja, da gibt es ja, hier ist sogar ein bisschen aufgewertet worden. Da kann man jetzt ein MA oder sonst was machen auch. Und hier, damals hat das dieser Patrick Sutherland gemacht, der selber Fotograf war und dann aber auch sich darauf konzentriert hat, eben Leute ja, einfach auszubilden auch. Und es ist mal ein Kurs nur, wo 12, 15 Leute mitmachen und inzwischen auch ein paar nach mir, wo ich in Polen, Daniel Rosenthal, Gordon Welt, das haben den Kurs irgendwann auch gemacht danach und so. Und aus denen ist ja auch was geworden. Ne? Und also ich glaube, das ist schon noch andere. Ne? Markus Blies, der hat diesen Kurs mal gemacht, ne? zum Beispiel. Der hat schon viele Preise gewonnen, ne? Also weltweit gesehen und so. Ja. Und da gibt es einige, die was gemacht haben. Also es ist sehr, sehr zum heutzutage aber dann halt relativ teuer wahrscheinlich auch, oder? Ach, das geht. So als EU-Bürger zahlst du halt so eine normale Fee da, ne? Muss halt für deine Lebensverhältnisse aufkommen. London ist natürlich teuer, ne? Aber das vielleicht ist können wir da ja nochmal einen Link, gibst du mir später nochmal die genaue Bezeichnung, das würde ich dann nochmal in die sogenannten Shownotes reinpacken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt gibt es natürlich Hannover, ne? Was auch, genau, auch ein paar Jahre länger dauert. Das andere war so ein 10-11 Monatskurs, was ich eigentlich ganz schön finde, weil man da kompakt, ne? Alles, auch mal, das auch schreiben, ne? Also das war auf Englisch damals auch. Aber wie man so ein Exposé schreibt, wie man so einen kleinen Artikel schreibt, ein Feature vielleicht, ne? Eine kleine Story, die mit den Fotos zusammengeht. Also, und einige haben dann sogar mehr geschrieben als fotografiert. Also das gibt es dann auch, ne? Also die Varianten. Und das ist natürlich ganz, ganz hilfreich manchmal, einfach ein Exposé zu schreiben für einen Antrag. Ne? Also ich habe jetzt ein paar Mal schon bei der VGB zum Beispiel was gemacht. Das Hoyerswerda-Projekt ist damals finanziert worden, oder das Flandern-Fields-Projekt, was ich gemacht habe, können wir noch darauf eingehen später. Also die sind über die VGB teilweise finanziert, ne? Und da muss man natürlich einen Antrag schreiben. Ne? Und, da tut sich der eine oder andere Kollege dann etwas schwerer. Ja, wie ich dann schon mitgekriegt habe. Ja. Das muss man auch lernen. Ne? Ja. Das ist ganz klar, wie man alle Sachen lernen muss. Ja. Und du sagtest, Marketing ist da auch ein Aspekt, ist da, also das habe ich manchmal in Ahnung, dass halt dieser Marketing-Aspekt bei egal was für Studien, die es so überall gibt, Studiengängen oder Lehrgängen, halt doch relativ minimalistisch nur ist. Wie siehst du das? Weiß ich jetzt, ich vermute das auch. Also bis damals war das eindeutig der Fall. Ne? Und ich weiß ja auch, wie Kollegen sich teilweise dann eben nicht so vermarkten, wie ich
das machen würde vielleicht. Ne? Oder wie anders machst du machen. Das? Was machst du marketingtechnisch? Also wie pflegst du den Kontakt zu deinem... Also momentan lasse ich den so und ich könnte den mehr ausbauen. Das ist sicher ein Punkt, an dem ich wieder arbeiten müsste, weil es gibt teilweise auch ohne, ne, momentan, aber gerade beim Aufbau, ne, gerade wenn man anfängt, da muss man halt wissen, was man macht. Und dann kannst du auch, wenn man eine Geschichte fotografiert hat, ne, die noch keiner kannte, wo es keinen Auftrag für gibt, wie man die dann irgendwie anbietet auch. Und das kann sehr frustrierend manchmal sein, auch gerade auf dem deutschen Markt auch manchmal. Ne. Deswegen arbeite ich auch mit internationalen Agenturen zusammen, auf die können wir auch nochmal eingehen, ja, die es dann teilweise für mich auch machen, ne, also so eine Mischform dann auch darstellt. Aber man muss natürlich seine Geschichte auch anbieten können. Ne. Und über Einzelfotos, ne, die werden aus einem großen Pool genommen und dann wird irgendwas veröffentlicht oder auch nicht. Manchmal ist es Qualität, die zählt, manchmal ist es einfach einer Zufall, ne? Oder Vorlieben bei den Fotoredakteuren oder sonst wie. Also es ist ja auch unberechenbar, was dahinter steckt. Ja, manchmal ist es unberechenbar, das stimmt. Mhm. Gucken wir vielleicht mal auf deiner Webseite. Mhm. Du hilfst mir da jetzt vielleicht mal, wo ich da jetzt wie was am besten finde. Also dass die mit den Stories beschäftigen wir uns dann vielleicht nochmal separat, weil okay, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte bei dir. Aber so was so dein tägliches Brot ist sozusagen, wo finden wir das? Ja, und der Feature, ne? Ich habe dann noch so Info und News und da kann man was genau gucken. Also da sagst du ja, du bist viel in der Politik ja, unterwegs. Das ist eher auch das, was ich momentan am meisten mache, ja. Also Bundespolitik viel. Das auch. Sind dann aber nicht unbedingt Termine, weil daher kenne ich dich ja auch. Ne? Und ich fand halt interessant, dass du jetzt halt nicht wie die meisten anderen Fotojournalisten nur diesen Part hast, sondern dass du da irgendwo ja auch mit deinen Storys dann nochmal ganz anders... auch noch ganz andere Bereiche abdeckst, die ja jetzt, was jetzt nicht so viele in der Häufigkeit und auch in dieser Tragweite und auch Breite machen. Also teilweise ist es natürlich die Situation, ne? Kennst du selber, bist auf einem Termin, 10, 15 andere Fotografen sind dabei, gerade von den Agenturen, DPA, was ich, AFP, Reuters und so weiter. Und alle sind gute Fotografen, ne? Die meisten zumindest sind gute Fotografen, sehr gute Fotografen oft. Und hier und dann gibt es gute Fotos. Ne? Und ja, wie kriege ich als freier Fotograf, wo die hier Redaktionen, die Zeitschriften, Zeitungen noch was für zahlen müssen, extra 100% an mich oder an die Agenturen denn, also mit denen ich auch zusammenarbeite. Und wenn sie die von dem DPA dann vielleicht dann umsonst kriegen, weil sie das abonniert haben und am Ende des Jahres nur einmal zahlen, am Anfang des Jahres einmal zahlen, dann ist quasi umsonst die meisten, gerade die aktuellen Sachen. Ne? Genau, ja, ist ein Flatrate. Ein Flatrate sozusagen. Getty arbeitet ja auch teilweise so. Ne? Was Getty ist natürlich dazugekommen als ganz wichtiger Faktor in der bundesdeutschen, in der Welt, ne? Was Fotovermarktung betrifft und so. Und da die Konkurrenz natürlich ist extrem, extrem stark. Und ja, und da zählt halt ein besonders gutes Foto zu machen, ein anderes Foto zu machen. Und dann, man macht auch dasselbe Foto, das wird auch veröffentlicht, wundert man sich immer noch denn. Aber was anderes erstmal zu machen. Ne? Und ja, da sind die Variationen groß, ein anderer Standpunkt, eine andere Perspektive, andere Technik, vielleicht ein bisschen manchmal, andere Perspektive, egal was. Ne? Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und manchmal auch ganz extravagante Sachen. Zum Beispiel, können wir auch mal gucken hier. Ich habe zum Beispiel die Bundespressekonferenz hier, da hier. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das war die vor gut 2 Jahren, als sie da gesagt hat, hier mit den ganzen Migranten und wir schaffen das so. Ne? Und das hast du mit Mittelformat überprüft? Da war wirklich voll. Ne? Nee, das ist hier iPhone. Ach, iPhone. Naja, eine besondere App dabei. Und dann habe ich einfach mal die ganzen, ihren großen Kameras natürlich auch dabei gehabt. Ne? Und dann habe ich einfach mal am Anfang und am Ende jeweils mal mein iPhone rausgeholt und einfach mal fotografiert, um was anderes zu machen. Ne? Aber ich muss doch was anderes machen. Tolle Kamera, ne? Tolle Kamera. Also, ich habe auch schon Fotos veröffentlicht mit dem iPhone, ne? Also ganz professionell. Und das und habe ich das auch zusammengestellt und so. Ne? Und hier. Und die sind auch veröffentlicht worden zum Beispiel jetzt? Ich glaube, Panos hat hier 1, 2 Fotos sind so veröffentlicht worden und meine Agentur in Großbritannien, Panos, die haben auch diese Collage zusammengestellt nachher. Das war deren Idee, ne? Um was zu machen. Die haben es mal zusammengestellt und so. War natürlich eine besonders wichtige Pressekonferenz, diese Wir schaffen das Pressekonferenz. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass es auch nochmal später veröffentlicht wird, weil ich habe ein paar Fotos von Merkel gemacht, so ein paar Jahre alt, die werden rauf und runter gedruckt. Ne? Also, weil sie was Besonderes sind, oder? Weil die irgendwie was anderes sind. Ich hab mal eins mitgebracht hier, ich will es mal rausholen. Das war zum Beispiel hier, das war eine Serie, das war der Time, hier, da war sie Bumm of the Year, ne? Das ist nicht mein Foto. Ach so, aber hier dann haben sie das Aufmacherfoto genommen, ne? Was ich mal hier. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es sieht, aber ich glaube, so wird man es hoffentlich sehen. Ja. Und das ist jetzt drei Jahre alt, ne? Und da gibt es eine Serie. Das war, da die, hat sie auf dem Start. Genau, das durch Glas durchfotografiert. Ja, genau, ja. Ne?
und erwartet sie auf einen Staatsgast. Ich glaube, das war damals die polnische Ministerpräsidentin. Ja, hat das viel ist Zeit auf gehabt. Deiner Webseite auch zu sehen. Ja, genau, in der Feature, das ist dieses Foto auch, ne? das ist auch ein Ausschnitt hier genommen. Mhm. Und das ist halt eine Serie entstanden. Und mit der einen aus dieser Serie habe ich hier auch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren oder so, die Rückblende hat ein Foto gewonnen. Also ich habe mit einem Termin, wo ich da war, habe ich, ich weiß nicht, ob ich habe ausgerechnet, die Rückblende hat schon 7.000 Euro gewinnen. Ich habe irgendwie 11.000, 12.000 hier Euro verdient mit einem, nicht mit einem Foto, aber mit einem Termin, der irgendwie 10 Minuten gedauert hat. Ne? Der dich dann über die anderen Monate oder Wochen dann rettet, wo dann die Termine sind, wo man halt mal nichts kriegt, ne? Oder, wo man nicht das besondere Bild. Oder wie nicht. Ich sag mal, das ist ja der gleiche Ansatz, wenn ich jetzt für DPA oder AP zu den Terminen gegangen bin, ja, das besondere Bild, das will natürlich jeder machen. Ne? Ja, natürlich. Ne? Das, und irgendwie hat das Rückblendenbild, das können wir uns bestimmt hier bei den Preisen angucken. Ja, das ist aber ziemlich weit unten. Denn wo ist es nochmal? Info. Nee, bei Info ist es auch... Doch. Ja, Awards. Oh, ich kann deine Webseite inzwischen besser. Da ist es, genau. Da hattest du mir vorhin im Gespräch schon angefangen, oder du wolltest mir da gerade was drüber erzählen. Genau, mit den Fahnen. Da kann man halt, wenn man auf den Staatsgast, sie wartet innen, wir stehen draußen und dann durch die Scheibe draußen ist eine ganz schöne Perspektive durch die Spiegel. Ja, genau. Und es war halt auch dieses, wo sie auch... Okay. Man muss halt Glück haben, dass die Sonne dann sie innen drin halt trifft, ne, und dann kann man es schaffen. Viele Faktoren, ne, viel Glück, und wenn sie was Schwarzes trägt... Und man muss es natürlich noch scharf kriegen durch die Scheibe, das ist auch noch eine Kunst. Und das offene Blende, 1.4 fotografiert, eine ganz offene Blende fotografiert, damit die anderen wegschwimmen so, ne, und so unscharf werden. Mhm. Und ja, sie muss das richtig getragen. Ja, sogar hier, guck mal, das habe ich... Nee, ach, das ist sie nicht, dachte Gott, wie, das spiegelt sie sich. Nicht, aber es gibt wieder auch eine Serie da. Ne, wo du wolltest Sachen mir machen. Vorhin schon dazu was erzählen. Also da gab es dann Diskussionen drum, aber ich glaube, da meinst du die allgemeinen Diskussionen, die es bei jedem Preis gibt, ne, wo dann die sagen, oh, das können wir auch schon, oder? Nee, kam eigentlich ganz gut so an. Okay. Ne? In diesem Jahr gab es ja große Diskussionen. Diskussion, ne? Bei jedem Preis. Das war eben diesen Schuh von der May da aus dem hier von der Theresa May, die aus dem Auto steigt, das war natürlich sehr umstritten, sehr diskutiert, also das war richtig heftig. Ne? Das ging auch ein bisschen persönlich gegen den Fotografen, was ich unverständlich finde, weil der das für zwar eingereicht, aber die Jury-Sitzung ist... Und ich war ja auch, nachdem ich gewonnen habe, war ich ja danach an der Jury-Sitzung, oder dazwischen sozusagen. Und das ist natürlich auch nochmal ein anderes Erlebnis, ne? Ja. Wo wir darauf zu sprechen kommen, wie überhaupt politische Fotografie in Deutschland bewertet wird und interpretiert wird und auch genutzt wird, ne? In den Medien auch. Ne? Also das ist ja auch, naja, eigenes Problemfeld, sagen wir mal so. Ja, erzähl ruhig, also ist ja spannend. Und wir sind ja jetzt auch eigentlich bei dem politischen Fotografie-Thema noch bei dir. Also interessiert mich da schon deine Einstellung zu. Also ich bin ja so ein bisschen auch, weil ich in London damals war, so ein bisschen groß geworden mit den Medien in Großbritannien, auch gerade mit diesen Magazinen, die es in den Wochenenden immer gab, wo wirklich Reportagen auch gedruckt wurden und Fotos großen Wert haben und so weiter. Und das wird in Deutschland ja auch mal so gesagt, ne, das erste Seite-Foto in der FAZ oder die Zeit hat immer gesagt, wir wollen, und die Taz legt großen Wert drauf und so weiter. Aber wenn man mal genauer guckt, ist es doch relativ enttäuschend auch, ne, was dann wirklich in den Medien auch gedruckt wird. Und der Spiegel hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder weiterentwickelt auch. Die lassen auch mal Fotos selber was aussagen. Ansonsten war es ja immer so, dass das Foto ist eine Illustration des Textes. Verstehe ich, worauf du hinaus willst. Das soll es sagen. Also es ist ja nicht hier keine neue Ebene schafft, der Fotoredakteur, die Fotoredakteurin, die mit dem Foto ankommt und sagt, das müssen wir jetzt bringen. Ne? Sondern andererseits, der Redakteur kommt in die Fotoredaktion rein und sagt, oder ruft an oder sagt, schickt eine E-Mail, wir brauchen zu dieser Geschichte ein Foto. Ne? Und dann, okay, gibt es gewisse Variationen, aber oft wird auch wirklich das Foto genommen, was gerade reinkommt, was von der Agentur geliefert wird, was nichts kostet. Und manchmal gibt es ja wirklich bei gewissen Ereignissen, dann hat man 5, 6, 7 verschiedene Zeitungen, die haben alle dasselbe Foto, teilweise auch sogar auf dem Cover. Ne? Das passiert ja auch. Das ist schon immer seltener, schade. Stelle ich fest, weil da ist meine Theorie halt, dass es halt inzwischen von jedem Termin so viele Bilder gibt, da gibt es halt dann nicht mehr das eine. Weil früher, sage ich jetzt mal, wo man dann noch wenige Bilder, weil man noch entwickelt hat, da waren die Bildmenge viel niedriger. Da gab es halt wirklich noch den Durchläufer, so wie man dann ja sagt. Aber das finde ich persönlich, gibt es halt echt nur noch sehr selten. Und wenn, dann muss ich sagen, finde ich es aber heutzutage dann auch
Also wenn jetzt heutzutage 5, 6 Zeitungen im Bahnhof Kiosk sozusagen den gleichen Titel haben, dann muss das Bild schon ziemlich gut sein, denke ich mal, oder? Teilweise so. Ja, ne? Du kennst ja beide Seiten, du warst ja als Bildredakteur vorher auch tätig. Also was ist denn für dich sozusagen das Kriterium, um mir zu sagen, das Bild ist jetzt besser, was sticht jetzt hervor? Das ist ja auf der einen Seite das, was man aussuchen muss als Bildredakteur, aber für dich ja auch das, was man als Fotograf machen muss. Also für mich muss eigentlich ein Foto eine eigene Bildsprache haben. Also man muss was ausdrücken. Und ich weiß nicht, ob das oft macht es ja immer auch nicht, ne? Aber zum Beispiel bei diesem Foto jetzt da jetzt, mit dem ich die Rückblende gewonnen habe, es war auch in einer politischen Situation, wo alle hier Merkel unheimlich bedrängt haben von außen, von der eigenen Partei. Und sie steht da halt mit vielen Leuten drumherum, ihre Berater und andere Leute, und beschwichtigt so, ne? Und sagt so, ruhig hier, so wie ich mache das schon so ungefähr. Und das war so ein bisschen die Aussage, die dahinter steckt. Und von da hat das so eine gewisse Deutung einfach. Mehrdeutigkeit. Also Mehrdeutigkeit auch. Und das probiere ich halt. Ne? Also, erkennt man vielleicht nicht immer unbedingt so, aber darum geht es ja so ein bisschen auch. Geht natürlich anderen auch so, aber das ist halt wichtig. Ne? Und es wird halt von den Fotoredaktionen teilweise, wie ich finde, leider oft nicht interpretiert. Weil dieses Foto von der Rückblende, wenn ich Rückblende gewonnen habe, das ist aus der ganzen Serie, die es damals gab, wo ich viele Fotos veröffentlicht habe, das ist im Zusammenhang mit der Rückblende veröffentlicht worden. Mhm. Redaktionell kein einziges Mal. Und das finde ich halt schade. Und ich unterscheide ja selber zwischen Fotos, die ich besser finde oder gut finde, ne? So viele sind es ja auch immer nicht, ne? Nur ein paar wenige, ne? Und die so, ja, so die anderen sind. Und von den richtig guten wird oft, die werden oft nicht veröffentlicht, aus irgendwelchen Gründen, ne? Ist halt so, ne? Und weil irgendwie die Fotos dann doch mehr illustrieren sollen, als interpretieren sollen. Und das finde ich schade. Und da gibt es auch andere Beispiele. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, wenn wir in Ausland gehen, Volkskrant in den Niederlanden oder Politiker in Dänemark oder solche was. Die legen ja wahnsinnige Wert auf Fotografie. Ne? Und die schicken ihre Fotografen ja auch raus. Da ist ja der Bildstil, also die ganze Bildsprache, aber auch reportagiger als hier einfach. Absolut. Also ein ganz anderer Ansatz. Oder verstehen das die Deutschen nicht? Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich will nicht so weit gehen jetzt. Aber also es gab ja hier zum Beispiel De Morgen, die belgische, flämische Zeitschrift. Ja. Ne? Hier, die haben jetzt auch runtergefahren, weil sie auch Geld sparen müssen und so. Aber da haben, ich kenne über Panos, eine Agentur, mit der ich in London zusammenarbeite, da hat der Stefan von Fleteren gearbeitet, im selben Zeitraum. Ja, der Telemans hat da gearbeitet. Ne? Und 2, 3 andere noch, die alle WordPress gewonnen hatten schon mal. Die haben da für dieses kleine Blatt gearbeitet. Und Die waren da angestellt oder auch freiberuflich oder so, fürs Freie. So, ne? Und die haben das gerissen da. Ne? Und sowas ist verschwunden. Mhm. Das gibt es fast nicht mehr. Ne? Und das ist ein bisschen schade. Ne? Also man kann der Fotografie natürlich eine höhere Wertigkeit zumessen, was sich auch natürlich als in Honoraren ausdrücken würde, ne? Und aber auch nicht ist. Ne? Und es ist ja so, wenn zum Beispiel in der FAZ auf Seite 3 ein Foto so riesig kommt oder was, hat wahnsinnige Bedeutung, Seite 3, ne? Die Reportage oder sonst wie. Das Honorar ist 51 Euro. Und was würde ein Redakteur brauchen, der vielleicht hier irgendwo hinfährt, wahnsinnige Spesen vielleicht noch hat oder auch schreibt oder auch macht, das ist auch viel Arbeit. Ne? Aber was für Platz braucht der und welche Wertigkeit wird dem zugemessen, auch finanziell zugemessen? Und das finde ich, da sollte so ein bisschen die Fotografie anders gewertet werden. Wird sie ja teilweise auch, ne? Über Ausstellungen. Fotografie ist sowas von modern, wenn man hier in Berlin ist, wie viele Fotoausstellungen momentan gibt. Ne? Gestern war ich in der Berlinischen Galerie über die Reisefotografie, sehr interessant. Was für eine Wertigkeit das hat. Ne? Aber auf der anderen Seite wird man dann hier die Nutzung als solche wird man ganz schön reduziert. Ja. Und das ist schade. Ne? Klar, kann ich auch teilweise nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer schwierig, wenn man in so eine Diskussion verfällt. Dann kommt man schnell in dieses Muster, früher war alles besser, so nach dem Motto, aber so kenne ich dich eigentlich auch nicht, deshalb will ich da jetzt auch gar nicht, du warst ja auch nicht, das, ne? Zu sehr vertiefen. Das Einzige, was ich sagen muss hier, dass sich die Honorare nicht erhöht haben. Ja. Also und dieselben Honorare, die vor 15 Jahren gab, die werden heute bezahlt, obwohl die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Mhm. Man muss es einfach erwähnen, ne? Also auch für Leute, die überlegen, in die Fotografie einzusteigen, in diesen Feld der Fotografie einzusteigen, dass es ziemlich harte Bedingungen sind, unter denen man sich da bewegt. Ne? Und dann
man muss da schon viel Herzblut auch mitbringen und viel Engagement und Interesse auch. Ne? Und genau, da wollte ich jetzt eigentlich... Und mich als ehemaliger Politikwissenschaftler, wenn ich auf so Themen gehe und ich bleibe auch oft bis zum Ende und so, ich finde es wahnsinnig spannend, was da abgeht, ne? Wie so sich die Politiker auch darstellen und alles mehr. Ne? Ja, ich denke, das willst du damit, glaube ich, auch sagen, dass einfach, wenn man nicht nur jetzt hier die ersten paar Minuten draufdrückt, Motorrasseln lässt an der Kamera, sondern wenn man den Zusammenhang auch versteht, dann kann man ja Bilder auch ganz anders machen, weil man ganz anders guckt, sage ich jetzt mal. Ne? Also so ein Bild, hoffe ich. Was du dann im Gesamtzusammenhang interpretierst, dass Merkel halt von allen Seiten bedrängt wird, wenn man das jetzt gar nicht weiß, den Zusammenhang, dann fotografiert man das auch anders. Dann fotografiert man es vielleicht halt nur so eng. Ja, es ist nicht dieselbe Termin. Ja, eben, genau. Aber das gehört halt, finde ich, dazu. Und das finde ich halt auch das Interessante an der Politikfotografie. Ne? Ich komme ja aus dem Sport oder kam früher ja aus dem Sport und bin dann nach Bonn für dpa gegangen. Und das war, ich habe bei dpa in Düsseldorf war ich erst, da habe ich nichts Neues gelernt, sage ich jetzt mal, Sporttermin, auch Bundesligaspiele hatte ich schon gemacht, Wirtschaft und so weiter. Aber Politikfotografie ist ja doch nochmal ein ganz eigenes, spannendes Feld. Deshalb bist du ja heute auch hier. Aber wo du sagtest, halt auch mit Geld verdienen, vielleicht kannst du das ja nochmal beschreiben, sozusagen, wie vermarktest du jetzt diese Bilder dann frei sozusagen? Also wie schaffst du es dann in die Redaktionen zu kommen? Also ich vermarkte mich natürlich erstmal selber. Ne? Ich habe einen Verteiler an wichtige Redaktionen, die kriegen regelmäßig meine Fotos. Und wenn ich ein besonders schönes habe, kriegen die das auch mal per E-Mail besonders geschickt oder so. Mache ich nicht so häufig, aber ab und zu auch mal das. Und es gibt manchmal auch Reaktionen, manchmal wird es auch gedruckt oder einige antworten ja auch und freuen sich und so. Und das ist auch eine große Hilfe, weil also in den Redaktionen laufen heute hier aus dem Bereich Politik, je nach hier Terminlage auch, was ich, 1.000, 4.000, 5.000 Fotos rein. Ne? Und die sind natürlich völlig kirre auch. Das heißt, du bist gar nicht jetzt online sozusagen über PictureMax oder... Doch, ich bin auch über Fotofinder, vermarkte ich mich auch und ich arbeite auch mit zwei hier... Ist Fotofinder in PictureMax drin oder? Also man kann mal extra dazu nehmen. Ah, okay. Hab ich. Ich bin dann über PictureMax drin. Okay. Weil das ja doch das System ist, wo praktisch alle Zeitungen auch... zumindest die Großen dann das auch gut darüber dich bekommen. Ne? Ja, genau. Aber du pusht sozusagen dann zusätzlich, wenn du das Gefühl hast, oh, da ist jetzt Substanz, das sind gute Bilder, dann pusht du das auch nochmal. Und ich schicke auch raus und ein paar Redaktionen, die nehmen die dann auch. Ne? Also Spiegel zum Beispiel, die wissen das irgendwie zu schätzen, was ich mache, glaube ich. Und die nutzen die dann auch regelmäßig. So, ne? Mal mehr, mal weniger, nach dem und so. Fokus auch und so. Und andere auch. Also das ist auf der einen Ebene und dann halt habe ich mit Agenturen zusammen, Visum in Hamburg und neuerdings auch mit Imago hier in Berlin, die meine Fotos auf ganz anderen Markt einfach auch teilweise kriegen. Ne? Und die erreicht einfach Kunden, an die denke ich gar nicht. Ne? Genau. Und da komme ich nicht ran. Also, und da habe ich auch keine Verbindung und ich brauche nicht die Zeit. Da bräuchte ich jemanden, der meine Fotos vermarkten würde. Ne? Das geht ja auch gar nicht. Da kriegt man natürlich immer nur 50% des Honorars. Klar, aber... Ich könnte teilweise das gar nicht schaffen. Sind es ja auch dann nur wenige Euro oder teilweise sogar Centbeträge. Hast du da in deinen Fotos eingestellt, dass du ab einer bestimmten Honorarkategorie oder sagst du, komm, das kriege ich eh nicht, dann macht Kleinvieh auch Mist? Ja, also diese Pfennig-Dinger da habe ich mal mit einer Agentur zusammengearbeitet. Die haben das damals bei Getty vermarktet auch. Habe ich gesagt, nee, stopp das bitte. Ne? Also ob ich da nun 50 Cent oder 1,50 € für ein Foto kriege, dann verzichte ich lieber drauf, ne? Okay. Also, als dass ich da die Sachen mitnehme. Und Imago hat das nicht? Ja, doch, Imago, die über das Web halt. Ne? Genau. Und dass da was läuft. Das ist ja dann auch eine Online-Pauschale, wo dann praktisch das runtergebrochen genau, wird, dann bis bei 56 Cent oder was auch immer. Ne? Was weiß ich oder sowas. Ja. Ne? Aber bin ich auch in Diskussionen und das ist auch ein Problem so ein bisschen. Ne? Also muss man sehen, wo man bleibt. Und dann vermarkte ich meine Fotos halt international, ne? Also über Panos Pictures, das ist eine sehr gute Agentur, die eigentlich so aus dem Fotojournalismus Dritte Weltbereich kam, aber auch andere Themen abdecken. Und die Kollegen sind halt teilweise einzigartig, die da arbeiten. Ne? Tolle Typen und wahnsinnige Fotos, gewinnen ja eigentlich fast jedem Jahr World Press Awards und so weiter und haben auch nicht so viele Fotografen und das ist schön. Ne? Und da habe ich auch noch mit Sipa Press zusammen. Die hatten vor ein paar Jahren mal so einen, standen jetzt mehr im Konkurs. Ne? Ja, doch, gibt's doch. Und die vermarkten auch. Und die haben halt nochmal einen ganz eigenen Markt, weil mal Frankreich, das ist auch mal ganz interessant. Ne? Man kann ja in seinem eigenen Land immer noch hier Fotos ganz gut vermarkten, weil die nationale Vernetzung, vielleicht Getty ist die große Ausnahme, sagen wir mal so, ne? Oft nicht klappt. Ne?
und die Franzosen immer noch gerne die Kunden sozusagen immer noch gerne Fotos zurückgreifen, die über ihre eigenen Fotografen, ihre eigenen Agenturen angeboten werden. Das hängt teilweise auch mit der Beschriftung zusammen. Ne? Ich beschreibe meine Fotos alle Englisch immer schon, ne? Von vornherein Englisch, Deutsch immer grundsätzlich. Und ja, Französisch könnte man auch noch machen. Ne? Das machen die, glaube ich, dann extra. Und das ist aber auch wichtig. Ne? Und dass man da auch den Markt öffnet und weltweit. Ne? Weil ich Time Magazine komme ich erstmal auch nicht ran an die Fotoredaktion. Ne? Mhm. Und das läuft halt über Panos. In dem Fall lief das über Panos. Ne? Und da gibt es halt Quellen. Und man muss sich da so ein bisschen vernetzen. Heutzutage, der deutsche Markt oder der kleine Markt, das ist viel zu eng. Ne? Also das war der Vorteil der Fotografie, ne? Gegenüber der Sprache. Die Fotografie arbeitet ja fast international. Es, ne? Gibt manchmal auch so kulturelle so Verschiedenheiten. Gerade im asiatischen Raum vielleicht nochmal so. Aber eigentlich Fotografie kann man überall veröffentlichen. Das ist das Tolle. Du machst ja neben deiner aktuellen Arbeit auch viele, was du schon sagtest, langfristige, teilweise auch langfristige Projekte. Sollen wir da vielleicht mal reingucken? Beziehungsweise du hattest noch einen Aspekt, auch noch so ein bisschen im aktuellen Bereich, den du noch mal unterbringen wolltest. Ne? Also ja, also hier, was ich noch sagen wollte, ist zu diesen, auch wenn ich Politik fotografiere und wenig Aufträge oder selten Aufträge mache in dem Bereich, das sind ja meistens Porträts und was man sonst so macht, das gibt mir eine unheimliche Freiheit. Ich kann wirklich meinen Interessen nachgehen. Also ich suche mir die Termine selber aus, manchmal spontan, manchmal auch überlegt, manchmal plane ich das auch. Kümmere mich natürlich auch darum, was es gibt und wo ich auch denke, dass es spannend sein könnte, fotografisch, aber auch sonst so inhaltlich. Und das gibt mir eine wahnsinnige Freiheit. Ne? Und wenn ich einfach keine Lust habe, mache ich es nicht. Und wenn ich irgendwie mal ganz viel arbeiten möchte, und kann ich mich darin einstürzen. Das genieße ich sehr. Ne? Und das ist natürlich, was jetzt hier meine anderen Projekte betrifft, die ich sonst so mache, die auch ganz anderswo angelegt sind, ne? Also ganz andere Themen auch haben, ganz andere Art von Fotografie auch haben, nochmal explizit nochmal mehr. Ne? Und also, das sind auch teilweise Projekte, die manchmal über mehrere Jahre sich hinziehen, wo ich mir ein Thema suche, oft im Ausland auch, muss ich sagen, und wo ich dann dranbleibe, ne? Und immer zu verschiedenen Jahreszeiten immer wieder hinfahre und auch so eine zeitliche Entwicklung zu vollziehen. Das war zum Beispiel, habe ich vor 10 Jahren angefangen, habe ich Flandern Fields fotografiert. Geht um die, was man noch aus dem Ersten Weltkrieg in Flandern, Belgien sieht, wo einfach ein kleiner Bereich, irgendwie 30 Kilometer nur, so, wo sich die Alliierten und die deutschen Truppen sich da bekämpft haben und fast eine Million Menschen, Soldaten in dem Fall, umgekommen sind, ne, in so Grabenkämpfen. Und also ein wichtiger historischer Aspekt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denkt man ja, das sieht ganz normal aus, diese Landschaft. Aber wenn man genau hinguckt, ne, dann sieht man einfach diese Spuren noch, die da sind. Sollen wir da vielleicht mal reingucken? Können wir gerne machen. In die Fotografie dort. Ja. Nehme ich ja mal an, ist unter Stories. Das ist unter Stories, genau. Ach, das ist gleich da vorne. Genau, da gibt es aber so Slideshows, die man sich auch angucken kann, mal ein kurzer Text, die kann man dann wegklicken. Mhm. Deutsch gibt es auch, oder? Ich habe alles auf Englisch gemacht, weil also rumklicken da irgendwie, ja. Das ist immer schwierig. Und ich alles auf das ist gemacht. Auch deine größte Ansicht jetzt, ne? Oder mache ich was falsch? Das ist voll, genau. Gibt es da jetzt soll ich einfach mal durchklicken sagst du so einen Stopp mal, wenn irgendwie also, was Besonderes also was man sieht, sind halt so die Gräber teilweise weit weg da, ne? Also das muss man wirklich genau sehen. Ne? Muss man genau zwischen den Bäumen. Ja. Ich habe auch ein Buch gemacht zu dem Thema. Ne? Dazu kommen wir dann noch, würde ich sagen, oder? Das ist hier, da sieht man das Foto größer. Okay, das ist das Titelbild geworden. Ja, das ist Titelbild geworden. Genau, so. Und also mir ging es halt darum, wirklich 100 Jahre später zu zeigen, was in der Landschaft eben noch da ist. Ne? Ja. Und ich war jetzt vor 2 Jahren nochmal da, also jetzt als es 100 Jahre wirklich konkret ging, habe dann nochmal fotografiert, um auch zu sehen, ob sich Sachen verändert haben, ja. Und so weiter. Weil es ist ein Thema, was in Großbritannien von unheimlich großer Präsenz und Bedeutung ist. Da werden wirklich alle Schulkinder, werden da irgendwann mal hingefahren, die gucken sich das an für eine Woche teilweise, machen da auch Projekte. Während es in Deutschland, Erster Weltkrieg, wird auch sehr durch den Zweiten Weltkrieg immer noch überlagert. Hat sich ein bisschen geändert. Ne? Und da denke ich auch damals mit meinem Buch, das ist schon vor 10 Jahren rausgekommen, knapp jetzt hier, habe ich auch so ein bisschen was bewirkt, glaube ich. Ne? Es ist recht viel veröffentlicht worden auch.
Und also ich fotografiere diese Geschichten erstmal durch für mich, ohne dass mir jemand reinredet. Ich schließe die ab, ich editiere die. Lass mir Hilfe geben von Kollegen teilweise, die auch nochmal raufgucken, also auch Fotoredakteure, Freunde, die einfach mich ein bisschen beraten auch, und wo wir einmal zusammensitzen, dann so editieren, wie man jetzt eine Story, so eine Reihenfolge auch aufbaut, auch für das Buch. Das machen wir dann, das macht unheimlich viel Spaß. Ne? Und das mache ich auch bei anderen auch so gegenseitig, ne? Auf deren Projekte teilweise auch. Und wenn das erstmal so fertig ist, dann sage ich, mach ich ein Buch, wenn es klappt. Ne? Weil so einen Verleger finden, noch nicht so einfach alles heutzutage. Aber wenn es klappt, das hat damals wunderbar geklappt mit dem Bodo von. Ja, zum Thema gemacht. Buch kommen wir dann vielleicht nochmal extra. Ich würde jetzt wirklich mal gerne, weil... Und daraus ergeben sich dann halt, wenn so ein Buch da ist, dann kriege ich halt auch in die Öffentlichkeit. Sagen, hier, das ist die Geschichte, ne, die habe ich so fotografiert. Lass uns das nochmal hinten anstellen, weil ich finde das alleine schon sozusagen, es gibt ja jetzt mehrere Schritte. Der erste Schritt ist ja, man muss erstmal auf ein Thema kommen. Ja, ne, so, also ich weiß jetzt nicht, was dir lieber ist, ob wir jetzt in der Story von Flanders Field nochmal auf ein bestimmtes Bild eingehen. Ich würde nämlich sonst einfach nochmal sagen, wir gucken mal deine Storys, die sind ja sehr vielfältig. Ne? Also genau, das wollte ich sagen. Wie kommst du da hin? Also, hast du jetzt eine Idee? Du bist in Japan, du bist in Flandern, du machst was in Manchester etc. Also wie findet man jetzt, suchst du Ideen oder wie kommst du auf deine Ideen? Teilweise sind natürlich Zufälle. Ne? Also mit Flandern bin ich mal hingefahren, weil ich bei der Frau war, waren wir da, haben uns das angeguckt. Das hat mich dann wahnsinnig fasziniert, weil das wirklich so unheimlich tief ging. Als ich da noch da war, habe ich dann ganz viele Romane gelesen, die auch in der Zeit spielen, von Remark, von Jünger und was weiß ich, ne, und sowas, alles Mögliche. Und dann beschäftigt man sich da wahnsinnig mit. Ne, und ich recherchiere dann am Anfang gar nicht so viel, aber wenn ich dann ins Thema reinkomme, lasse ich mich wirklich von der Fotografie inspirieren und lese dann im Zuge des Dissen mehr und mehr, ne? Und mich da reinzuarbeiten und dann auch vielleicht auch mal einen Text zu schreiben am Ende. Auch mache ich teilweise auch kurze, meistens mache ich dann aber auch. Und das ist dann halt so wirklich Landschaftsfotografie. Und dann, wenn ich woanders bin hier, letztes Jahr habe ich ein Buch gemacht über Japan, da habe ich einfach Straßenfotografie gemacht. Da bin ich rumgegangen und digital auch. Das hier Flandern ist noch hier auf Dia fotografiert mit der Mittelformatkamera. Also ganz ruhig, ganz zurück, mache ich immer noch teilweise. Ganz angenehm, ganz andere Arbeit, ne? Also wirklich der Gegenpunkt von dieser Politikfotografie, totaler Gegenpunkt. Ne? Das ist für dich aber auch wichtig, genau das diesen ist, Gegenpunkt zu setzen. Das ist auch ganz wichtig, ne? Weil da hast du wirklich 10 Aufnahmen auf dem Film und da musst du wirklich, kostet ja auch alles Geld, ne? Muss man auch sich zurücknehmen und gezielt sich ein Foto suchen und das dann auch fotografieren und das war es dann. Ne? Und zu dem bestimmten Projekt suchst du dir dann die Art der Fotografie, die da für dich passt? Genau. Also wenn ich in Japan bin und in Straßenfotografie, mache ich das. Ne? Und ich habe ja auch hier... Sollen wir da gerade mal rein? Also ist ja zwar etwas gemein, dazwischen den Projekten so zu springen, aber... Ja, aber es ist auch ganz schön, weil es ist so... Man findet ja doch dann auch wiederum eine Gemeinsamkeit. Ne? Weil die Variation auch einfach zeigt, was genau, ich so mache. Genau, weil das wollte ich nämlich gerade... Das ist jetzt ein schönes Beispiel hier mit dem Baum. Das ist ja alles sehr, sehr ruhig. Ne? Also du machst ja teilweise dann Landschafts- oder Architekturfotografie, viel klassisch, Architektur, Hoyerswerda etc. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite halt, wie du jetzt sagst, hier in Japan halt auch Streetfotografie. Hier sowas ist ja jetzt mal ganz, also sagt man jetzt nicht, ja, das ist Stefan Bohnes, das weiß ich sofort. Das ist irgendwas Poetisches, ja. Das ist irgendwie... Ja, Momente. Aber ab wann ist es für dich klar? Also wie kommst du in diese Geschichte rein? Ist das dann für dich sofort klar am Anfang? Oder ist das auch manchmal eine Geburt dahin? Oder? Also Japan hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich da rumfahre. Ich war zweimal da, jetzt dies Jahr nochmal. Aber du bist, vorher hast du die Idee gehabt, eine Geschichte in Japan zu machen und bist dann hingeflogen. Erzähl vielleicht mal, weit weg ist, wie du da vorgegangen bist. Weil ich bin oft in Japan, weil ich irgendwie Aikido mache, das ist eine japanische Kampfkunst. Ja, da gibt es eine Verbindung. Ne? Also ich kenne mich mit der japanischen Kultur so ein bisschen aus, ne? Also gibt es immer Verbindungen irgendwelcher Art, ne? Muss natürlich auch wissen. Ne? Und ich war auch vor einigen Jahren auch schon mal da und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, ich habe ein Objektiv 85er mitgenommen. Für diese Geschichte? Für die Geschichte. Nur 85er? Nur 85er. Ich habe noch einen 24er mitgehabt, das habe ich aber, glaube ich, gar nicht benutzt. Nur ein 85er, nichts anderes, ne? Und dann offene Blende und dann Straße fotografiert. Und so Details eben auch, sieht man ja auch viele Details, so ein bisschen so die Kultur wiedergeben. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist in meinem Kloster so ein Deckengemälde. Ne? Und der Drachen spielt natürlich immer eine große Rolle. Und dann, aber auch eben hier Straßenleben und
Das ist dann Kleinbild Nikon 85mm oder was? Genau, genau. Den halt, aber ich habe es Querformat fotografiert, aber ich denke, ich habe gleich gesagt, das wird quadratisch. Ne? Und halt, das denke ich mir dann halt. Ne? Also schneide ich den Rest halt ab, aber das kann ich assoziieren. Ne? Das reicht, dafür reicht es dann. Genau. Und nur das gab es ein Konzept. Ne? Also meistens haben meine Sachen ein Konzept. Aber das entsteht dann bei so einer Geschichte vor Ort, denke ich doch mal, oder? Das kann man jetzt nicht mit dem Gefühl von hier, wenn man vorher noch nicht in Japan war, du sagst, du warst zweimal da, wird es ja wahrscheinlich vor Ort dann erst klar geworden sein, oder? Ja, also ich habe hingefahren und gesagt, ich nehme das 85er mit und will Straßenfotografie machen. Mhm. Auf einer Reise, waren zwei Reisen, die waren in Zeiten des Frühlings auch, was auch ganz überlagert ist. Ja, ne? Vielleicht also, sehen wir das ja auch hier nochmal. Ja, da jetzt. Genau, hier der Kirschblüten. Ja, ne? Absolut. Ne? Meine These ist immer, jedes Thema erfordert eine eigene Herangehensweise, eine eigene Technik vielleicht auch. Und ja, auch was ganz anderes. Ne? Und du hast Feuerswerda angesprochen. Ja, entschuldige, dass ich dich immer versuche. jetzt bei dem Bild drängt sich jetzt mir die Frage auf, was passiert bei dir dann in der Postproduktion? Also, weil da ist jetzt so eine leichte Entsättigung, erkenne ich da jetzt, aber jetzt nicht besonders bearbeitet, sage ich jetzt mal. Ist das bei dir immer relativ fotojournalistisch gedacht, ohne Manipulation, in Anführungsstrichen, ohne Bildbearbeitung? Also, die ist doch sehr reduziert. Also ich probiere es halt in der Aufnahme hinzukriegen. Ne? Also und also das dadurch, dass ich den Festbrenn weiter habe, auf der Blende arbeite meistens, hat man ja schon eine gewisse Ästhetik. Ne? Ja, hat man eine gewisse Ästhetik. Obwohl die dann weg ist, wenn man 6x6 hinterher geht. Ne? Also aber wie passiert dann die Entwicklung bei dir? Also Lightroom oder was auch immer, dann da machst du nicht viel. Da mache ich relativ wenig. Ne? Also klar, also wie ich da auch nichts kann, wahrscheinlich. Ich habe gerade den Tage noch mal, weil ich jetzt alles aufgerüstet habe, meinen ganzen neuen Photoshop, alles Mögliche. Und dann noch mal hier, da gab es so online dann irgendwelche hier Photoshop-Lehrgänge, die man dann sich angucken kann, wo man vollgequatscht wird auch und das wird so kompliziert. Und sonst, das ist Basis. Ne? Also es ist wirklich Basis, ne? die ich habe. Ich glaube, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur. So ein bisschen. Ne? Und also ich glaube, ich nutze vielleicht 5% der Möglichkeiten, die man im Photoshop hat. Also das schätze ich jetzt mal. 3% mehr. Vielleicht sind auch nur 2%. Also schwer zu sagen. Ne? Ja, ich kann inzwischen schon, habe ich schon mal ab und zu auch mal Masken und Ebenen. Also ich bin ganz stolz. Ah, ja, ich lasse ja viele Sachen dann machen. Also weil ich mache ja auch Bilder, wo eine Bearbeitung hintersteckt, aber das lasse ich dann bisher zumindest auch immer machen. Nee, da komme ich schon sehr aus dem Fotojournalistischen, dass ich das so ziemlich belasse, wie es ist. Und aber es passt ja auch, ne? Also, ja. Ich habe jetzt kein Bild gesehen, wo ich sage, da hätte man jetzt aber unbedingt nochmal irgendwie Gas geben müssen in irgendwelche Richtungen. Kann man natürlich, aber das passt dann vielleicht auch einfach nicht zu der Erzählweise. Ne? Ich denke, man kann sehr viel über die Aufnahme selber steuern. Ja. Und das ist meine Hauptsteuerungssache. Ne? Ja, du hattest jetzt Hoyerswerda angesprochen. Man sieht hier, wie viele Geschichten du doch hast. Ne? Also ja. Deshalb, vielleicht gucken wir jetzt einfach nochmal ein bisschen exemplarisch, wo du auch sagst, da kann man nochmal ein bisschen mehr reingehen. Gehen wir mal auf die Asmarinos vielleicht, diese Porträtserie. Ne? Ja. Also ich arbeite seit 20 Jahren in Eritrea. Ich bin einfach mal hingekommen, 1996, das erste Mal, 21 Jahre jetzt schon, hingekommen, fand das total faszinierend. Ja, das ist Hochgebirge, 2400 Meter. Und das war der jüngste Staat Afrikas. Wir waren gerade 3 Jahre Unabhängigkeit. Das war eine wahnsinnige Stimmung, die da war. Im Aufbruch, man glaubt es kaum. Ne? Ganz einzigartig war das. Ich habe da für NGOs da gearbeitet, UNHCR oder Welthungerhilfe oder auch so kleine Jobs mal gemacht, so ein kleines Video mal über so ein Projekt, was es am Roten Meer gab. Und seitdem bin ich da immer wieder hingefahren. Wobei sich natürlich die Lage in Eritrea dramatisch verändert hat. Ne? Also 98, 2000 war dann der Krieg, war ich auch da, habe ich im Krieg fotografiert, auch zum ersten Mal in meinem Leben irgendwas da im Krieg fotografiert. War sehr, sehr spannend. Bin immer wieder hingefahren. Und jetzt ist es halt sehr depressiv. Also depressiv, was da abgeht. Ne? So, und die Leute wollen alle weg, kennen wir ja, ne? und so weiter. Und trotzdem gibt es da fantastische Dinge immer noch. Ne? Und das Hauptsache ist ja auch so ein bisschen hier dieses koloniale Erbe, weil das war italienische Kolonie. Und von 1935 bis 1941 haben die ganze Stadt, Asmara, die Hauptstadt, neu aufgebaut. Unter der italienischen faschistischen Kolonialzeit sozusagen. Aber die haben unheimlich viele Freiräume den Architekten damals gelassen. Und ich habe da letztes Jahr nochmal, ich habe vor 10 Jahren schon mal ein Buch gemacht über Asmara, jetzt ein ganz neues im letzten Jahr gemacht. Jetzt im Juli wird wahrscheinlich entschieden, ob die Asmara, die ganze Stadtkern sozusagen,
Weltkulturerbe werden soll von der UNESCO. Das ist also, es hat, also was ich von deinen Bildern sehe, hätte es verdient. Ne? Also es ist eine wahnsinnige Dimension. Da gibt's, ich gucke da einfach jetzt noch, noch mal rein, weil jetzt bist du doch selber wieder hier vom Weg gekommen. Also das hat nee, gut, gut, aber Porträt, das ist eine Porträtserie, weil das bezieht sich auch, weil hier das sind die alten Männer, die da am Abend auf der Padaccio immer auf der Hauptstraße lang gehen, so Cappuccino trinken vielleicht noch, gibt es ja alles da. Ne? Die hast du dann da vor Ort angesprochen? Die habe ich vor Ort angesprochen, genau, mit dem Dolmetscher auch, und haben Kurzinterviews auch gemacht. Und das ist irgendwie fantastisch. Ne? Ja. Und diese alten Männer, die sprechen noch alle, die Männer zumindest, italienisch ein bisschen noch so, noch viel vergessen. Und die kleiden sich vor allen Dingen in diesem Habitus. Ja, sehr stil, also sehr stilbewusst. Ja. Ne? Und also ich hab da was mitgebracht hier, weil ist das hingekommen? Benetton. Der jetzt in diesem Jahr, der Frühlingskatalog. Ja. Die verkaufen ihre Klamotten über diesen Katalog, ne? und die haben hier. Ach, ja. Und haben die Geschichte gebracht. Ja, toll. Ja, das ist ja immer aktueller in Katalogen, dass halt da auch Storytelling drin ist. Ne? Also geht natürlich um Lifestyle jetzt auch. Ja, ne? Und genau. Das ist natürlich toll. Irgendwie so. Toll, ganz toll. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Mhm. Julian, kannst du mal bitte gucken, ob die Kamera das hier ordentlich einfängt, wie meine Kamera, wenn ich das hier halte? Kann man das gut sehen? Genau, also in Benetton. Und damit verdient er auch Gelder. Ne? Also ja, das ist ja so, dass ich über meine freien Projekte, das ist alles frei fotografiert. Und wie kommen die jetzt an dich? Die haben mich angerufen. Nee, ich weiß nicht, warum die mich hab ich hier gesehen. Ja. Ja, das ist ja so, die haben auch andere Geschichten drin, aber dazwischen dann natürlich hier ihre Mode. Ja. Und das ist irgendwie toll. Ne? Und in dem Fall, weiß ich nicht, manchmal ich ein paar Geschichten liefern über Panos, die sind da ganz gut, ne? Sowas zu vermarkten. Aber hier, in dem Fall haben die mich angerufen, die haben die Geschichte irgendwo gesehen. Vielleicht auch in dem Buch, was ich gemacht habe, sind auch ein paar Fotos drin, keine Ahnung. Also, und selbst solche Projekte, wo man erstmal, die ich alle frei finanziere oder ein Stipendium vielleicht teilweise finanziere, wo ich auch erstmal kein Geld mit verdiene, da kommt was bei rum, ne? Irgendwie auch. Also, und das, erstmal ist es eine unheimliche Abwechslung gegenüber der Arbeit, die ich so tagespolitisch mache, weil das tagespolitisch natürlich wirklich immer nur auf einen Tag konzentriert. Das andere geht manchmal über Jahre. In Eritrea bin ich seit 20 Jahren am Fotografieren. In Flandern habe ich von 10 Jahren fotografiert. In Hoyerswerda im Laufe von 4-5 Jahren fotografiert. Bringt halt wahnsinnig viel Spaß. Es ne? ist unheimlich schön. Man kann nach außen treten und bewirkt auch was. Ne? Und gerade in dieser Architektur zum Beispiel, die ich da fotografiert habe, dass ich diese Bücher gemacht habe. Das müssen wir jetzt mal gerade angucken, weil das ist ja wirklich, da sieht man diese Architektur dort, aber auch dann deine Art der Fotografie, das ist halt auch Architektur. Fotografie eigentlich im klassischen Sinne teilweise. Ja, wobei ich habe ja keine Großformatkamera und sowas. Ne, aber zumindest Tilt-Shift oder wie bist du da unterwegs? Ja, genau. Genau, ja, sieht man hier. Sorry, das ist Und das ist irgendwie. Also eine irre, warte mal hier, genau, sowas ist dann eher wieder Street-Fotografie. Da finde ich immer die Mischung ganz spannend, aber ich suche jetzt gerade ein Bild hier. Was auch auf dem Buch dann. Also das kann ich das Buch hochhalten. Das, ja, da, ne? Genau. Das ist zum Beispiel diese Fiat-Station. Ne? Was ist das für eine Station? Das ist so eine Tankstelle von Fiat gewesen. Okay. Ne? Also die ist sensationell. Ne? Also Architekten, die man das irgendwie immer mal zeigt. Aber das haben schon andere Leute auch fotografiert, weil also ich meine, das ist nicht so richtig. Es gibt so einen Fotograf, eigentlich Historiker auch, der hat dazu auch ein Buch gemacht, aber das ist sehr historisch angelegt und so weiter. Und so eine andere Art von Fotografie, sagen wir auch mal so. Ne? Aber eigentlich jemand, der das durchfotografiert hat, so in der Form. Weil es erinnerte mich jetzt ein bisschen an diese, weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, diese Bushaltestellen. Ja, der ehemaligen Sowjetunion. Genau, naja, genau. Da gibt es auch mehrere Bücher inzwischen. Ne? Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie der Fotograf hieß. Es gibt ja mehrere. Okay, also zumindest bei einem war es mir jetzt dann konkret aufgefallen. Habe natürlich schon vor 10 Jahren fotografiert, immer wieder. Es gibt so Themen, die wiederholen sich dann immer so. Ne? Gut, also ich höre jetzt raus, diese Themen ist unheimlich wichtig für dich als Abwechslung. Du bereitest sie teilweise vor, teilweise stößt du auf sie durch Zufall, aber dann hast du auch eine Ausdauer. Das finde ich irre. Ne? Also zum Beispiel hier, ich habe da für die NGOs gearbeitet, in Asmara saß am Café. Ne? So kamst du dahin. Das finde ich wunderschön. Ne? Und dann habe ich gesagt, es ist ja eigentlich schon fantastisch, diese Architektur hier zu sehen. Ne? Es ist ja grandios, ne? Also was die gemacht haben. Jetzt fotografiere ich das auch mal. Und dann stürze ich mich da rein und dann
je mehr man entdeckt, umso faszinierender wird das auch. Dann geht man in Häuser rein und sieht super Sachen, ja, und fährt mit dem Fahrrad durch die ganze Stadt und geht zu Fuß, alles ganz klein relativ. Das geht, ne? Und das ist fantastisch. Das bringt so einen Spaß, ne? Und Sachen zu entdecken dann auch. Und auch zu fotografieren, natürlich. Architektur zu fotografieren ist natürlich nicht so einfach teilweise, ne? Weil Autos davor stehen und Bäume. Und ich habe es in Tel Aviv auch ein Projekt gemacht über die Bauhausarchitektur dort, was da ähnlich angelegt ist. Und das ist eine Herausforderung, aber also ich arbeite ja auch mit dem, schwer zu kommen, mit dem Verlag zusammen, und die haben schon mal die Idee gehabt, über Tel Aviv ein Buch zu machen, über die Architektur dort, und haben Fotografen hingeschickt gehabt auch, und das gescheitert irgendwie. Ne? Ja, das, witzig, dass du es jetzt anhörst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage. Mhm. Gibt es denn eigentlich auch Projekte, wo du, ich sag jetzt mal, angefangen hast und wo du dann gemerkt hast, da habe ich mich jetzt verrannt oder die Richtung passt nicht, oder das ist einfach, interessiert mich jetzt doch nicht? Also man sieht ja am Ende schöne, fertige Projekte wahrscheinlich, aber gibt es auch diese... Also eigentlich interessiert mich alle. Ich arbeite ja seit fast 10 Jahren in Manchester, so ein großes Projekt über die Transformationsprozesse in der Geburtsstadt der industriellen Revolution und alles kaputt und so weiter. Ne? Also es ist eine pulsierende Stadt, wir haben es auch jetzt erlebt nochmal, 100.000 Studenten und so weiter, die hat sich neu reformiert. Aber mit dem kulturellen Erbe, gerade Architektur, gehen die ganz schlecht mit um. Daran arbeite ich. Ne? Aber das interessiert überhaupt niemanden. Ne? Also mir bringt Spaß, ich mache das auch weiter noch. Aber das interessiert irgendwie nicht. Da stoße ich auf Barrikaden, das kriege ich nicht veröffentlicht, das interessiert niemanden. Ne? Und was gibt es natürlich auch. Aber da kämpfst du dann trotzdem weiter. Also, es gab noch kein Projekt, wo du gesagt hast, nee, war jetzt doch nicht so spannend, da habe ich mich jetzt hier 3 Wochen lang mit beschäftigt. Ja, okay, die sind auch abgeschlossen dann auch. Also so kleine Projekte, die dann abgeschlossen sind, wo man nicht weiterkommt. Denn, ne? Das gibt es ja auch. Ne? Also Hoyerswerda ist jetzt nicht so weit weg von Berlin, aber Berlin findet bei dir dann auch, da bist du dann auch konsequent. Hier in Berlin wird dein tägliches Brot verdient, aber so ein Projekt hier, da bist du noch nicht drauf gekommen. Das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen. Ja, natürlich, das ist auch naheliegend, weil ich sage es mir selber, ich müsste mal wieder mir ein langfristiges Projekt in Berlin suchen. Das ist so populär ja auch, Berlin. Ne? Ja. Das ist Berlin-Geschichten, die... Aber ist vielleicht gehen, manchmal so, dass man in seiner eigenen Heimat dann irgendwie auch abgestumpft ist. Ne? Also wenn man woanders hinkommt und man sieht einfach was anderes. Und es ist ja auch, als die Mauer gefallen ist damals, hast du da fotografiert eigentlich? Das ist eine der Sachen, wo ich mich mein Leben lang mit beschäftigen werde, dass ich damals, ein halbes Jahr später wäre ich hier hingefahren, denke ich mal, aber da bin ich noch nicht im Journalistischen so tief drin gewesen. Da habe ich so ein bisschen fotografiert, aber ich hätte hier, meine Mutter wohnte damals schon in Berlin, also ich hätte hier auch runtergekommen, aber es war einfach vor ein halbes Jahr vor meiner Zeit. Okay, ja. Ich war damals 17, ne? Oder Jahre 72. Ich war ja in Berlin, West-Berlin. Ne? Ja. Du warst schon Fotograf? Nein, ich war gar kein Fotograf. Da habe ich an der Uni gearbeitet. Okay. Ne? Ich war überhaupt kein Fotograf. Immer interessiert, ich habe auch eine Kamera gehabt, aber immer interessiert gewesen, aber hatte nicht fotografiert. Und das bereue ich natürlich wahnsinnig. Ja, du auch, okay, sind wir das in deinem Geist. Ja, absolut. Aber was ich da eigentlich sagen wollte, ist hier, wenn man die besten Fotos, die ich kenne, ne, haben die Fotografen gemacht, die wirklich aus Großbritannien und Frankreich reingekommen sind. Etc., ne? Einen Tag später waren die hier und haben es fotografiert. Und das sind die Fotos, die überlebt haben. Es gibt Ausnahmen ein paar, ne? Aber die haben die Sichtweise gehabt, was passiert. Die haben die historische Dimension erkannt. Und die waren nicht so gefangen über... Persönlich ist man ja doch Die haben gefangen, nicht den Termin fotografiert, wo der... Minister so und so irgendwas verkündet. Sondern das historische Ereignis haben die fotografiert. Und das sieht man in den Fotos an. Ne? Ja. Deswegen ist manchmal so eine Außensicht. Ganz witzig, dann komme ich doch nochmal drauf zurück bei deinen Projekten, weil gerade wo du sagst Berliner Mauer, ich habe da Peter Törnle mal zugehört, der hat das Ganze auch anders angegangen. Ne? Der ist hier hin und hat sich sofort einen Motorradfahrer genommen und hat sich durch die Stadt fahren lassen. Ein Profi gewesen. So, Profi, genau. Also das wäre nämlich jetzt meine Frage. Du hattest vorhin gesagt, Dolmetscher vor Ort etc. Wie arbeitest du da vor Ort? Hat man da dann Fixer, die man sich besorgt? Oder wie kann man dann arbeiten? Also ich sag mal, in Belgien ist es jetzt überschaubar, aber in Eritrea oder in Japan, wie arbeitest du dann da wirklich vor Ort? Also ich völlig unabhängig. Ich hab noch nie einen Fixer oder sowas gehabt. Ich organisiere meine Sachen immer selber. Und in Eritrea kenne ich halt ein paar Leute. Und dann erkundige ich mich, wer könnte dafür in Frage kommen, der für mich übersetzt, beziehungsweise mit denen zusammenarbeiten kann, mit dem wir Leute ansprechen können und der dann die Kurzinterviews auch führt in einer anderen Sprache. Und Tigrinya, selbst Italienisch kann ich ja gar nicht mal. Wobei es war in Tigrinya dann auch in der lokalen Sprache auch. Und das wird dann für mich übersetzt. Das mache ich dann schon mal. Ne? Aber auch eher wenig. Ansonsten probiere ich die Fotos sprechen zu lassen, und in Flandern fahre ich halt mit dem Auto alleine rum. Ne? Da gibt es
Da gibt es aus Großbritannien Landkarten und so Reiseführer, wo wirklich jeder Grabstein aufgeführt ist. Die Briten sind da wahnsinnig obsessed, was das auch betrifft teilweise. Da gibt es wirklich Landkarten, wo die Grenzlinien von 1917, 18 dann auch genau aufgeführt sind. An die kann man sich wahnsinnig orientieren. Da gibt es Hilfestellungen anderer Art. Und ja, und in Eritrea... Krieg dann in Eritrea, da muss man ja auch gucken, dass man einen Fahrer hat oder wie auch immer, oder bist du dann nur in der Hauptstadt gewesen? Nee, wir sind auch, also das war unheimlich toll damals, also jetzt mit den Medien ist es natürlich sehr schwierig in Eritrea, ne? Pressefreiheit steht jetzt auf dem vorletzten Platz jetzt. Vorletzter. Ja, letztes Jahr war es auf dem letzten Platz, jetzt Nordkorea nach hinten gerückt, eine Verbesserung. Ja, große Verbesserung. Also wirklich ganz unten, ja, ne? Und das ist wirklich ganz schlimm, da gibt es auch keine freie Presse und nichts. Aber hier während des Krieges haben die vom Ministry of Information, wie es da heißt, einen wahnsinnig unterstützt. Die haben Interesse gehabt und die haben uns da also hingefahren, wo wir hin wollten. Da waren wir waren 4, 5 Fotografen da. CNN war da, ein paar schreibende Journalisten, AFP und so weiter. Waren nicht so viele, 10, 15 vielleicht, die wir da waren. Eritrea war am Rande. Ne? Die haben für eure Sicherheit dann auch gesorgt. Die haben für Sicherheit gesorgt und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt auch hier ein Kriegsgefangenenlager, wo äthiopische Soldaten sind. Oh, wollten sie erst nicht. Und dann haben wir gesagt, aber wüssten wir. Ne? Und dann haben die uns in dieses Lager gefahren, was wirklich ganz schlecht war, ne? Und in den Bedingungen. Wir haben da fotografieren und filmen und schreiben können. Ne? Und das war damals recht, recht liberal. Das war alles vorbei. Aber da gab es Möglichkeiten. Ich habe da halt, weil ich so oft da war, so ein paar Verbindungen halt, so ein paar Connections oder sowas. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher manchmal, aber es ist natürlich schwierig. Man kann auch nicht frei wieder rumfahren im Land. Die sagen, aus Sicherheitsgründen kann man nicht und so. Und das ist schwierig. Ne? Das ist ein bisschen, deswegen habe ich jetzt nochmal letztes Jahr nochmal dieses Asmara gemacht, die Architektur nochmal neu fotografiert und ein paar andere Geschichten gemacht, aber wir sind doch schon eingegrenzt da. Aber im Laufe der 20 Jahre sind da Fotos entstanden, kannst du dir vorstellen, sind immens, die Auswahl. Und ich würde gerne mal ein Buch machen zu Eritrea insgesamt. Und sind ja auch, was sind das? 25 Jahre im nächsten Jahr, ne? Für Unabhängigkeit. Vielleicht ein guter Aufhänger. Ja, aber auch ein guter Aufhänger, auf das Thema Bücher zu kommen. Bevor wir da im nächsten Teil unseres Gesprächs drauf kommen, vielleicht noch eine Frage. Du hattest vorhin mehrfach von Interviews gesprochen. Du weißt ja, ich mache ja Fotografie und Film. Mhm. Ist das für dich da auch mal ein Thema gewesen, so eine Geschichte, die du da machst, gerade was Interviews etc. angeht, dann auch irgendwie filmisch oder multimediamäßig umzusetzen, oder ist das überhaupt kein Thema? Ach, ich habe mir überlegt, ne? Das kam ja vor ein paar Jahren groß auf und war irgendwie so, muss jeder machen und so, und ich habe es eigentlich nicht gemacht jetzt. Ne? Ich habe mich mal bei der DFFB beworben, bevor ich fotografiert habe, also diese Filmakademie, weil ich gerne mal Filme machen wollte früher, ne? Ganz früher. Aber dann müsstest du dich doch fitzen, wenn du schon Interviews dort machst, die dann vielleicht doch irgendwie da so zumindest als Slideshow einzubauen. Ja, aber das lenkt mich von der reinen Fotografie ab. Ne? Und die reine Fotografie beschäftigt mich genug. Ich bin da gut dabei. Ne? Und also lieber auf die eine Sache konzentrieren. Ich konzentriere mich auf die eine Seite. Und nichtsdestotrotz führst du Interviews schriftlich dann, um später für eine Geschichte Zitate haben zu können. Teilweise mache ich auch das, ja. Und beziehungsweise bei den Asmarinos, bei diesen Porträts der alten Männer da in Asmara, ging es mir aber darum, dass ich ein paar Zitate gerne hätte. Ne? Nimmst du es dann auf? Hast du ein Aufnahmegerät? Ja, ein Aufnahmegerät dabei, oder in dem Fall wurde es auch aufgeschrieben, auch beides. Ne? Und ja, Aufnahmegerät hat mir iPhone heute. Ne? Ja, das war der erste Teil meines Gespräches mit Stefan Bohnes. Und am nächsten Donnerstag kommt der zweite und letzte Teil. Da habe ich mich mit Stefan noch ein bisschen weiter unterhalten. Und ich hoffe, dass du auch dann wieder mit dabei bist. Ich bitte dich ganz, ganz herzlich, bewerte diesen Podcast, gib mir bei YouTube einen Daumen hoch oder schreib einen Kommentar. Das ist für mich ganz, ganz wichtig jetzt am Anfang, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Vielen Dank und bis bald.